das Würstchen 20 Bits. Halt's Maul. Ob das wieder Spenden geht oder ja. Wie heißt der? Der ist sicher der Max gewesen. War nicht, das ist ein cooler Dude, weißt du? Der Pater war's. Ja, Pater, das war der Ehrenmove. Den hab ich gerade richtig gefühlt. Der 20er Pizza. Das ist geil. Jetzt mal. Da ist. Was? Ja. Aber, nein, aber die anderen. Boah, ich hoffe, da kommt jetzt keiner. Hallo, wir sind Outdoorer, wir sind YouTuber. Achtung! kleiner Insider, das ist ein kleiner Insider. Ich sag nur Urbexen und Bichl. Hast du den Insider in der Chat? Ja, ich im Chat checken. Oh, der Chat checkt wahrscheinlich. Ja, der Chat checkt ihm nicht. Aber der Lou checkt ihn vielleicht. Der Max vielleicht auch. Wo reden wir denn jetzt hier, oder? Durchsuchen. Draußen in der Natur, da ist der Moon. Mit dem Outdoor-Pichel gibt der Spaß los, Mann. Twitch ist live, die Welt schaut zu. Outdoor-Pichel zeigt uns seine Outdoor-Show. In den Wäldern und auf den Höhen streamt er live, lässt uns teilhaben an seinen schönen Ideen. Mit Rucksack und Kamera erkundet er die Welt. Outdoor-Pichel, ein Abenteurer, wie es gefällt. Draußen in der Natur, da ist er nun. Mit dem Outdoor-Pichel geht der Spaß los, Mann. Twitch ist live, die Welt schaut zu. Outdoor-Pichel zeigt uns seine Outdoor-Show. Ey, mit der kleinen Puppe macht das echt keinen Spaß. So, da sind wir. Sind wir live? Ton, Check, Test, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hört zu mir. Ah, Scheiße. Ich hab Mist gebaut. Technikbüchel. Okay, jetzt sind wir da. Geht, 1, 2, 3. Super. Ja. Warte mal ganz kurz. 5 HKT zählt wieso? Ich höre dich. Passt? Alles klar. Dann funktioniert alles. Jetzt zähle ich mich doppelt. So, was steht im Programm? Ich mache ein kurzes Fahrradservice. Denn ich war heute Auto unterwegs. Und ich möchte da mal meine Kranzl wieder mal gescheit putzen. Und die Ketten da mal schmieren. Denn wer schmiert, der fährt besser, ne? Genau. Und wenn man sich immer drum kümmert, das fliegt schon wieder alles um, dann hat man mehr Spaß am Rall und es hält länger. Ne? So, es hält bombenfest. Vielleicht schieben wir es noch ein bisschen so rüber. Ne? So. Vielleicht sollte man sich Handschuhe anziehen. Ich wollte nämlich gerade duschen. Für 5 HKT safe, was machst du denn am Sonntag? Stürmen mal einen Berg. Ja. Zur Abwechslung mal ein wenig pumpen. Ich muss leider morgen und übermorgen arbeiten. 12 Stunden jeweils. Das wird leider nichts. Ich habe jetzt gerade gestern und heute frei gehabt. Also ich arbeite immer 2 Tage und habe 2 Tage frei. Einen Moment. So. Genau. Ich habe erst Montag, Dienstag wieder frei. HKT fällt schade, aber am Sonntag wird's schön. Bis dann schon draußen.
Naja, ich bin in der Arbeit draußen. Genau. So, was machen wir zuerst? Huch. Vielleicht sollten wir. Warte mal, ich habe das falsch eingespannt. Ja. Vielleicht sollte man ein bisschen Musik anmachen, oder? So, schöne Hintergrundmusik. Für 5 HKT-Sake bin ich heute alleine. Ich sehe keinen anderen. Warte mal ganz kurz. Alter. Scheiße. So. Oh. Ich glaube, die anderen, die sind gerade noch drüben beim Max. Der trifft gerade noch fertig und dann kommen sie mal. Für 5 HKT sagt IT da ja gerne helfen, aber meine Hand reicht nicht so weit. So. Jetzt schon mal die ganze Karte noch ein bisschen um, oder? Ja, das passt, ne? So. So schlecht ist eigentlich nicht bei Nordmarketten. It's da 89 Sales Servus Pichel Meister und Chat. Servus, it's den. Habe ich die Ehre. Wie geht's euch eigentlich? Feiert ihr schon aufs Wochenende? Oder bin ich dran? Ich hoffe schon. Ja. Ich muss nämlich arbeiten gehen. It's da 89 Sales, alles gut bei dir. Ja, sowieso. Alles fit. Warte mal, ich wollte noch ein bisschen Musik. 5 HKT fällt jo klar. Wie gesagt, es wird schön. Ja. Genau da, wo ich arbeiten muss. Ne? Oh, weil ich habe heute einen richtig geilen Doktor. Ich kann mich nicht beschweren. Ich war heute im Grünau biken. Das war richtig geil. Ich glaube, da werde ich öfters hinfahren, vor allem, weil es nicht so weit weg ist. Genau. So, ein bisschen Musik wollte ich noch einmal. 5 HKT fällt es. Bisschen Musik. Playlist. Für 5 HKT sagt, das Wetter war heute auch ein Traum. Was haben wir denn eigentlich da? Für 5 HKT sagt, leider konnte ich nicht weg. Oh je, ja, leider funktioniert das schon wieder. M4NuJ sagt hallo. Jetzt kommt's. Jetzt habt ihr uns an, oder? Servus Manu! Das Wetter war heute ein Traum, ja. Das stimmt. Ich bin erst heute um 12 Uhr losgefahren. Mika, du kannst aber ruhig da bleiben. Ich sitze mir nicht aufs Rad. Komm her. Da, geh Platz. Magst du gut sein? Da gibt's dir Platz. Hey, der Max hat's geschafft. Danke für den Raid, Max. Wie viel Kilometer ist jetzt gefahren, der Max? Verdüt. Wie lang ist er gerade, der Max? Die 40 hättest du auch noch fertig machen können. Die 40 hättest du jetzt auch noch voll machen können, Max. Und nur die 38. Hey Leute, vielleicht habt ihr es eh mitgekriegt. Ich habe heute einen Porschen gehabt. Super Reifen sind das, ne? Und kommt mir jetzt ja nicht mit dem, hättest du besser Tubeless gemacht. Ja, ja. Post-Yankee-Z-WOS-Mox-WJZ.
Schütze mit zählt Servus und schönen Abend. Alex Bergsteiger zählt 38 Kilometer und er hat frischer ausgesehen als so manch anderer. Matcher Reddick zählt wünscht dir einen feinen Abend, Manuel. Ich gehe jetzt mal duschen. Ja, passt. Der bitte, Max. Wenn zählt mit Tiefes, wäre das nicht passiert. Ey, ist gut, dass du mir noch kommst. Matcher Reddick zählt Hashtag Tiefes. Ja, ja. Das unterstrich Ganzen zählt doch Tiefes Setup. Na, es ist ja wirklich wie verschrien, ne? Seit 3000 Kilometer fahre ich einmal drum, kann sich Boschen, haben wir andere Reifen drauf, aber wir Boschen. Einschaltungszeichen. Geh duschen, Max! Einschaltungszeichen. Wir haben es verstanden. Einschaltungszeichen. Schalten Sie einfach aus. So, Leute, jetzt sind nicht die ganzen Radfahrer da. Wie kriege ich das Ganze am besten putzt? Wie kriegt man das am besten putzt? Ich hab das noch nie gemacht. Ich hab da so komische Kirschen, aber irgendwie. Keine Ahnung. So, ist das jetzt vorbei? Ja, jetzt geht wieder. Alex Bergsteiger fällt, was hat es eigentlich auf sich mit diesen Einschaltungszeichen? Für 5 HKT fällt, I kenne mich da nicht aus, vielleicht Hochdruckreiniger. Hochdruckreiniger, das ist, so jetzt glaube ich nicht so gut sein. Holz, trinken, dann geht es gut weg. Aber gut, eigentlich, das ist wieder richtig gut. Fällt, kauf dir mal Pfeifenreiniger. Da kommt man schön zwischen den Ritzel. Pfeifenreiniger? Naja, ich meine, ich habe eh. Gibt da so ein ganzes Set halt, ne? Aber ich wollte halt, dass sie wieder richtig geil glänzt, ne? Natural Addicted Fate Manuel hat TTS und Einschaltungszeichen sehr gerne. Gonzo unterstrich Gonzo Fate oder Rad raus und mit einem Tuch dazwischen rein. Das versuchen wir. Das ist ein guter Tipp, mit dem kann ich was anfangen. Mit dem Tipp kann ich was anfangen. Kommen wir da jetzt rein? Wie ein Tuch dazwischen fahren, hat er gesagt. Aber wir müssen uns ein bisschen einsprühen, oder? Mit, was kann ich da nehmen, dass das... Gibt es da irgendein Hausmittel oder sowas? Alex Bergsteiger sagt, war es ein Dorn, Glas oder Nagel? Gonzo unterstrich Sponzo sagt, hab mir heute Kettenreiniger und so ein Kettenreinigungsgerät gekauft. Schauen wir mal, ob das was kann.
Horst-Gampi-Safe-Entfettet. Horst-Gampi-Safe-Entfetter-Spriers-Gibs. Ja, sowas haben wir jetzt nicht daheim. Ein Spüli. Kann man ein Spüli nehmen von der Küche? Geht das? Das entfettet ja, oder? Schoki-Safe-Bremsenreiniger. Aber dann nur draußen, sonst bist du high. Okay, ah, Bremsenreiniger habe ich dann daheim. Aber warte, ich hab schon was, warte mal. Ich hab was. Schaut sie einmal. Das habe ich letztes Mal schon verwendet. Ultra Clean. Was steht da drauf? Ultra Clean ist ein schnell und starker Entfetter und Reiniger für nahezu alle entfetteten Oberflächen. Verhindert das Aufwirbeln von gesundheitlichen Staubteilchen. Entfettet tief und kräftig, entfettet Tektyl, was ist das? Und diverse Wachse. Optimaler Reinigungseffekt durch längere Einwirkzeit. Verdunstet restlos, ohne Rückstände zu hinterlassen. Auch geeignet für Scheibenbremsen, Trommelbremsen, Kupplungsteile, Motorteile. Das macht sich gut an. Horst-Gampi-Safe passt, würde ich sagen. Ja, das macht sich gut an. Das nehmen wir. Horst-Gampi seht ihr alles da in der Pichelwerkstatt. Wo ist da? Ah ja, das funktioniert gut. Das funktioniert gut, Leute. Das funktioniert richtig gut. Alter, da glänzt das Ganze noch wieder. Bist du deppert? Warte mal, da muss ich euch ein bisschen näher zuholen. Horst-Gampi sagt, lass mal ein bisschen einwirken. Bisschen einwirken lassen, okay. Warte mal, oder nehmen wir jetzt mal. Warte mal, das da mal jetzt drunter. Ah, die glänzt jetzt schon richtig geil, Leute. Ups, ich seh das überhaupt nicht. Glänzt jetzt schon richtig geil. Da haben wir noch einen Schliff drauf. Auf die GoPro. Ja, Leute, quatsch schon ein bisschen. Was habt ihr hier gemacht? Hey, lustiger Sidefact. Der Horst Gumpi, der war halt auch am Almsee und ich war auch am Almsee. Aber leider sind wir nicht füreinander gekommen. Das war lustig gewesen, wenn wir uns da getroffen hätten, zufällig. Horst-Gampi sagt lachender Smiley mit kaltem Schweiß, lachender Smiley mit kaltem Schweiß, lachender Smiley mit kaltem Schweiß. Das war richtig lustig gewesen, oder? Bist du denn auch schon mal gegravelt? Horst? In dem Gebiet? Also richtig geil dort gewesen. Horst-Gampi sagt voll. Gesundheit, Mika. Horst-Gampi sagt nanu net. Alter, damit seid so geil. Bin von Grünau weggefahren. Und eine noch zum Almsee. Auf den Side-Trail, da gibt es nämlich neben der Straße einen kleinen Trail. Und dann um in Richtung Offensee. Ne? War richtig geil. Alter, die kriegen das Ganze schon aus wie neu nachher. Ich sag's euch. Das schaut aus wie neu. Horst-Gampi sagt, aber warst nicht komplett drüben am Offensee, oder? Nein, war nicht komplett drüben. Aber ja, der Grund war, warum ich dort gefahren bin, weil ich schauen wollte, ob wir dort einen Empfang haben. Es ist durchgehend LTE. Das heißt, wenn die Pichelbox jetzt dann funktioniert, und es schaut gut aus, dass die funktioniert, werden wir dort nochmal mit dem Livestream hinfahren und schauen, ob
ob das funktioniert mit der Pickelbox. Horst_Gampi_Said_Fine. Der lunige Fan Said Ai war heute an der Traun Radfahren, aber du warst beim Almsee. Ja! Almsee ist einfach schöner. Alter, das Ganze schaut aus wie neu. Alter, das ist ja wie Porn. Das ist Gierporn da jetzt. Ja, und den Boschen habe ich auch gehabt, ne? Aber im Endeffekt habe ich das gut gemacht. Alter, ohne Scheiß jetzt, wenn ich nicht vor kurzem den Reifen gewechselt hätte, ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich den Reifen runterkriege. Also ohne euch hätte ich den Porsche niemals entdeckt. Danke an dieser Stelle, ne? Der lunige Fan sagt, Trockenübung hat sich schon ausgezahlt. Ja, aber sowas von. Schaut aus wie eine neue Kassetten noch. So sauber war ich nicht mehr, wie ich es rausgekriegt habe. Macht sie das auch ab und zu, dass das Ganze abnimmt, also unser Brust. Also mein Vater hat irgendwer gefragt, was war, ob es ein Stahl war, also, oder ein Glasl oder was. Ich glaube, dass das einfach nur ein spitzer Stahl war und es war nur wirklich ein Mini-Loch. Ja. Also, genau. Für was haben die schwarz-braunen Dinger? Die kleben ja überhaupt nicht. Warte, ich hol's einmal, damit ihr wisst, was ich meine. Die Dinger da. Für was sind die? Die picken ja überhaupt nicht. Muss man da das irgendwie noch. Muss man da noch irgendwas vorarbeiten oder was? Keine Ahnung. Und Nonubi sagt, die brauchen doch noch einen Kleber, oder? Okay, aber Kleber ist da nicht dabei. In dem Set. Gonzo_Stronzo sagt mit Kleber. Ja, super. Dann habe ich da ein Set. Gonzo_Stronzo fällt eine grüne Tube. Nein, ich hab da nichts dran. Horst_Gampi fällt, probier's wie mit Briefmarke. Horst_Gampi fällt lachender Smiley mit. Ich hab's da kurz abgekauft für ein paar Sekunden. Ich hab's da wirklich kurz abgekauft. Alex Bergsteiger fällt, du musst zuerst abschleifen, dann vulkanisieren mit dem Kleber. Ich hab keinen Kleber. 5 Minuten warten, erst dann Patch andrücken. Ja man, das hab ich gewusst, ja? Da so ein bisschen aufreiben, ne? Aber da ist kein Kleber drin in dem Set.
Es ist kein Kleber da. Da brauche ich quasi ein nächstes Reparaturset. Da ist kein Kleber drinnen. Horst-Gampi safe ja? Eingelegt worden. Amazon, 10 Euro. Der Luigi Fan safe Mika. Mika, sag mal, hallo zum Chat. Da, ja, da. Mika ist schön. Boah, oh, bitte pass auf, Mika. Bitte nicht wieder Kabel da. Alex Bergsteiger Safe gibt jetzt auch schon selbstklebende, aber die sehen anders aus. Ja, selbstklebende waren auch dabei. Aber die haben nicht gut gefallen. Die haben absolut nicht gut gefallen. Deshalb habe ich einfach einen Schlauch gesetzt. Ich kann, geh Platz wieder. Dann stinkt jetzt noch den Kleber. Geh Platz. Ah, nein, Kleber, noch den Sprüher. Geh Platz. Ich glaube, die Mikke ist auch schon heil. Wo kann ich das Fenster auf, oder? Machen wir das Fenster auf. Da liegt der. Hier ist der Platz. Na gut, also braucht man Kleber dazu. Das war ich nicht steppert dafür. Sehr gut. Aber ich kann Kleber, was soll ich machen? Ich kann mir den anders lassen. Stronzo-Stronzo zählt die selbstklebende halten bei mir auch nicht so gut. Der Lumice-Fan zählt ja ohne Kleber ist blöd. Alex Bergsteiger zählt, das ist eine ganz kleine Tube, die normalerweise beim Set dabei ist. Ja, da ist wirklich nichts drin. Es ist nichts drin. Na? Ich bin beschissen worden von Amazon. Was ist da noch drin? Gonzo-Stronzo Safe zurückschicken. Ja, das habe ich schon. Das haben wir vor einem Dreivierteljahr gekauft, wie ich nach Italien gefahren bin. Nein, es kann auch sein, dass man rausgeflogen ist, gell? Das ist dann nicht abwegig. Wie ich nach Italien gefahren bin. Kann ja auch sein. Ich meine, immerhin das Set, ohne das Set hätte ich den Reifen rausgebracht, also das hat mir schon ein bisschen geholfen. Nicht. Außerdem war es das billigste vom Billigen. Das heißt, der Fanzelt Kleber liegt noch am Almsee. Nein, ich glaube eher irgendwo in Italien. Oder ich gar keinen Potschen gehabt. Ja, da kann man noch essen davon. Ja, aber bei der Ketten soll man das aber nicht machen, oder? Mit den Sprüher. Das ist glaube ich nicht so sinnvoll. Oder? Eigentlich schon. Okay, das schaut einmal gut aus, ne? Auf Zeiten. Dann, was können wir noch machen? Gonzo-Stronzo sagt, es gibt so spezielle Kettenreiniger als Spray. Danach muss man die Kette wieder einölen. Der Einöl darf man so oder noch an, oder alles sagen, ne? Ja. Und da das Ganze, das ist ja komplett versieft schon. Sie 57 Safe grüßt euch miteinander.
Hallo Fussi. Der Lunice Fansafe kannst den ganzen Antrieb mit deinem Spray reinigen, sag ich. Okay. Dann machen wir das. Dann machen wir das einfach so, oder? Sprühen wir das auf den Fetzen da drauf und dann. Oh, 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 das ist, oh, das ist geil. Schau dir mal das, oh. Hm. Oh, das geht so schön runter mit dem. Oh ja, richtig geil. So, jetzt müssen wir aber irgendwie. Cyberbob 78 fällt, ach du bist ja live, sag halt was. Was? Dann brauche ich keine Tipps im DC geben, guten Abend zusammen. Servus Bob. Ja. Das Unterstrich so zählt habe der Rell. Jugalboch festreckelt. Was? Das ist nicht ganz deutsch. I don't understand this. Wie kommen die Ritzeln da rein? Ah, warte mal, was haben wir da noch? Da. Horst unterstrich Gampi zählt, es gibt Leute, die wachsen ihren Antrieb. Achso, wachsen, ja, genauso wie das Tubeless. Oder? Na, sicher nicht. Horst unterstrich Gampi zählt, hat mir ein Freund erzählt. Cyberbob 78 zählt, waren geile Bilder heute von dir. Bin neidisch, oh ja, auf die Tour. Jetzt glaube ich, es ist richtig eine geile Gegend dort. Also, ja, ich meine, du wohnst halt leider zu weit weg dafür. Aber ich bin, weiß nicht, eine Dreiviertelstunde brauche ich dort hin. Ich glaube, dort werde ich öfters fahren. Und ihr Horst unterstrich Gampi sagt, da drinnen ist es mega. Ja, das ist wirklich. Da warst du mal heute auch dort. Oh, nicht Mineral. Der Grund war eigentlich, warum ich dort unterwegs war. Gonzo unterstrich Stronzo Safe steht auch noch auf meiner Liste. Ich hab gecheckt, ob wir dort einen Empfang haben. Wir haben durchgehend LTE. Das heißt, wenn die Pickelbox funktioniert und die funktioniert, wie es ausschaut jetzt, werden wir dort mit dem Livestream mal hinfahren. Genau. Ja. Cyberbob 78 Safe Mais. Cyberbob 78 Safe Nice. Mais Nice. Ich kann halt nicht versprechen, aber wirklich durchgehend Empfang haben. Aber wir werden es einfach testen. Ne? Der LTE ist jetzt auch nicht gerade das Geilste. Ne? Weil laut Datennetz hätte man dort eigentlich gar keinen Empfang. Also, aber ich habe durchgehend eigentlich Empfang gehabt. Bis auf ein, zwei Mal, kurz einmal 30 Sekunden nichts. Es könnte funktionieren, ne? Mit der Bella Box. So, dann haben wir das auch. Dann gehen wir jetzt da nach hinten. Können wir auch noch was machen? Cyberbob 78 zählt sofort, 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 sofort. Es ist finster. Da sehen wir ja nichts. Vielleicht nächste Woche mal schön. Unter der Woche mal. Oder damit sie wieder alle arbeiten. Cyberbob 78 zählt auch Menno. Reini unterstrich Austria Sate Putzter Bisa Glänzter. Servus Reini! Hab wieder mal da! Putzter bis Glänzter, so ist es. Wie kann man das jetzt haben, oder? Wie kann man das haben? Ich weiß nicht, gell?
tiny-austria Setio, wieder weniger Zeit, Weihnachtsurlaub vorbei. Ja. Fotomedia seit der Mechaniker Pichel. Ja, genau, ich mache jetzt ein paar selbstständig, wie Sänger zu den Instagram-Stories. Foto, grüß dich. Siehst du, Reini hat schon dein Esskulöp bestellt. Ich bin immer noch mega zufrieden damit, gell? Weil vorher bei einem Check gefragt hat, wo ich noch immer zufrieden damit bin. Gerade Outdoor ist der Sattel nur besser. Also ich bin wirklich mega zufrieden damit. Okay, das hört man an. Cyberbot 78 Zelt hab gut gelacht, wie du den Flicken ins Bild gehalten hast, ja. Ich hab keinen Kleber gehabt. Da ist kein Kleber drinnen. Da ist kein Kleber drinnen. Ich hab das eh gerade angeschaut. Ich war nicht schuld. Amazon ist schuld. Reini-Austria sagt nah, ich bin gerade dran, eine PV-Anlage zu kaufen. Oh, okay. Cyberbob 78 sagt, es gibt auch selbstklebende. Ja, quasi. Hab ich sogar, schon her. Aber die haben nicht gehalten, die Drecksdinger da. Die haben absolut nicht gehalten. Aber ich habe einen Schlauch mit gehabt, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich einen Schlauch mit gehabt. Muss man gleich wieder einen neuen kaufen. Aber es war so klar, oder? Kaum wollte er auf Tubeless umstellen, haben wir schon den ersten Burschen. Cyberbob 78 Set oder der alten Flicken. Oder den alten Flicken, ja, das könnte man auch machen. Aber ich kann Kleber. So, Leute. Wie ein neues Kratzel schaut das aus. Geil ist das. Alter. Jetzt müssen wir nur mal irgendwie die Ketten putzen. Wow, Alter, das geht aber. Bist du deppert? Okay. Schaut aus wie ein neuer Kettenband. Alex Bergsteiger sagt, wow, Insta vom Almsee ist genial. Dass es dort im Tal so frühlingshaft ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, richtig geil. Es waren überhaupt keine Leute unterwegs, was mich gewundert hat. Auf dem geilen Wetter. Aber wir werden dort demnächst nochmal hinfahren mit Livestream hoffentlich. Damit auch die Leute was davon haben, was zu weit weg wohnen. Jeder sowieso eine Tour geplant. Von mir daheim, von Traun bis zum Almsee, rüber zum Offensee. Und über den Traunsee dann haben. Manfred 11782 Seid Servus war heute Nachmittag unterwegs mit Rad. Jawohl, Manfred, du hast das genauso gemacht wie ich. Top, wo warst du unterwegs? Salzburger Gegend nehmen wir an. Ne? Wer heute das schöne Wetter in Auskunft hat, ist selber schuld. Dem ist immer zum Helfen.
Ja, jetzt habe ich nicht weiter gesprochen. Siehst du, genau. Das waren 180 Kilometer und knapp 2000 Höhenmeter. Das war bis jetzt meine längste Tour. Die werden wir dann starten. Ne? Reini-Austria sagt, das stimmt. Ich habe betoniert. Ja. Manfred 11782 zählt nur 18 Kilometer gemütlich, Lamprechtshausen. Lamprechtshausen sagt mir jetzt nichts, ne? Dagegen bin ich nicht daheim. Aber das ist, du, es ist egal, und hast du nur 5 Kilometer gefahren warst, du warst draußen unterwegs und auf das kommst du drauf an, Manfred. Alles andere ist egal. Ob du jetzt 5 Kilometer fährst oder 20 oder 50, scheißegal. Hauptsache du warst draußen. Jetzt für Musik da. Haben wir jetzt unter Wasser unterwegs. So. Es sind ganz schön viele Glieder da drauf, muss ich sagen. Müssen wir da jedes einzelne Licht aus, ne? Und die Radprofis. Kann man da eigentlich das irgendwie so machen, dass man vielleicht nur ein bisschen leichter tut beim Bergauffahren mit der Untersetzung? Ist das irgendwie möglich? Reini-Austria sagt Lamprechtshausen, Hürmus, schöne Gegend dort. Sagt mir gar nichts leider, ne? Lamprechtshausen. Manfred 11782 sagt ja. Was für eine Gegend ist denn das? Ist das südlich von Salzburg oder? Reini-Austria zählt nördlich von Salzburg. Okay. So, wir haben jedes einzelne Glied erwischt. Schaut jetzt eigentlich alles wieder top aus. Und lassen wir das jetzt ein bisschen einwirken, ne? Das können Restbestände sein. Schaut eigentlich tippitoppi aus, ne? Auf der anderen Seite. Da können wir noch ein bisschen reinfahren. Da können wir noch ein bisschen rein. Unknonubi Seid war heute auch unterwegs, auf Salzburg, Almkanal, Königssehre und Salzach entlang so circa 38 Kilometer. Reini-Austria Seid, so eine Sauerei macht man aber eigentlich nicht mitten im Wohnzimmer GG. Ich bin in dem Wohnzimmer. Alex-Bergsteiger Seid, könntest dir vorne ein kleineres Kettenblatt draufgeben, beziehungsweise hinten eine andere Kassette mit mehr Zähnen, dann geht's einfacher im Gelände bergauf. Manfred 11782 sagt cool. Also da könnte man eine andere Kassette drauf, da was? Dass die letzten Gänge ein bisschen größer sind. Ist das möglich? Ist das möglich? Vorne haben wir eigentlich hier zwei Kranzeln, ne? Also. Ja. Ich bin in meinem Hobbyraum, Manfred. Alex Bergsteiger sagt, beim MTB geht das. Beim MTB geht das, okay. Cyberbob 78 sagt, kommt drauf an, wie lange der Käfig hinten von der Schaltung ist. Okay, da bin ich schon wieder. Alex Bergsteiger sagt, vorne kannst du das kleinere Blatt noch verkleinern. Okay. Cyberbob 78 sagt, brauchst ja dann eine längere Kette. Gonzo-Stronto sagt, die größte hinten müsste größer sein, kommt auf die Schaltung an. Okay. Na gut, dann fahre ich einfach zu meinem Fahrergeschäft des Vertrauens, ne? Die haben da sicher weiterhelfen können. Aber gut, dass es die Möglichkeit gibt. Der Fan sagt, sollte glaube ich noch was drin sein bei der GRX. Ja. Ey, tu mal wirklich, also, mittlerweile bin ich schon
mag man sagen, dass ich ein bisschen fit bin. Ne? Also jetzt nicht mehr so wie früher, dass ich Alex noch einen kleinen Berg oder Hügel nehmen kann. Einfach beraten lassen. Aber mittlerweile traue ich mir sagen, dass ich halbwegs fit bin. 78 Zelt vorne kleiner ist sicher einfacher und billiger. Okay, dann schauen wir uns das einmal an. So schaut das aus. Kann man da nur das Ganze hinten wechseln, oder was? Gonzo-Stronzo-Safe mit Taschen macht es eventuell Sinn. Das war zumindest ja, das kleinere. Und wir das wechseln können. Ja. Oder müssen wir die Ketten auch wechseln, habt ihr gesagt, oder? Cyberbob 78 seltene dann nicht. Achso, dann nicht, okay. Und dann werden wir das einfach vorhin wechseln, wenn das so leicht geht. Cyberbob 78 seltene, aber die Kurbel muss wahrscheinlich raus. Alex Bergsteiger seltene, die Radeln sind alle zum Ballern gebaut, aber kaum für Leute mit normaler Kraft, die steil und lange bergauf fahren wollen. Ja. Scheiße, wo bin ich? Ja, und ich fahre ja doch sehr viel Berge und sehr viel Anstiege, ne? Deshalb war das, glaube ich, nicht blöd, wenn wir da das upgraden, ne? Ich muss jetzt keine 40, 45 km/h auf der Geraden fahren, das mir reicht, wenn ich 35 fahren kann. Tu mir lieber leichter beim Bergauf fahren. So. Sehr gut, oder? Schauen wir mal, was schlecht ist. Das schaut ja nicht schlecht aus. Sollen wir das jetzt noch ein bisschen einwirken lassen? Alex Bergsteiger zählt kurz, kann man durchbeißen, aber im Gelände lange bergauf bei großem Rollwiderstand ist dann nicht mehr lustig, ja, wenn das Rad zu lange übersetzt ist. Ja. Na, dann werde ich einfach mal in die Werkstatt fahren und nachfragen, ne? Das ist, glaube ich, das Beste. So, warte mal. Was müssen wir jetzt noch machen? Ich habe heute ein bisschen mein GoPro auch mitlaufen lassen, zwar nur in Hochformat, aber wir können uns ja die Aufnahmen anschauen. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Lassen wir das kurz ein bisschen einwirken. Ne? Wollt ihr es sehen? Ein paar Aufnahmen von Almsee. Was ich gemacht habe. Alex Bergsteiger zählt Logo und Monobi zählt Jo gern. Dann machen wir das. Pass auf, da werden wir jetzt die Szene wechseln. Und Monobi Zelt hab kein Insta, also kann ich dir da nicht folgen zum Fotos schauen. Fotos lade ich eigentlich selten hoch, aber ich lade eigentlich immer Stories hoch, was ich gerade so mache. Auf Facebook, wenn du Facebook hast, kannst du das mal auf Facebook folgen. Das ist genau dasselbe, das lädt dasselbe hoch. So. Pass auf. Die Szene wechseln. Ja, funktioniert, oder? Ja. Dann machen wir die Musik aus. Oder auf ganz leise. Cyberbob 78 zählt Studi VZ hast nimmer. Studi VZ? Was ist das?
Achso, das ist früher, ja, ja, ich weiß schon. Das ist wie Szene 1 und so, ja, ja. VZ. Cyberbob 78. Nein, nein, ich weiß schon. Es hat es bei uns in Österreich hergegeben, das hat es Szene 1 gehasen. Also. Unterstrich Stronzo zählt andere Generation. So. Was seht ihr da jetzt? Ja. Was ist mit dem Albumsein angefangen? Alex Bergsteiger zählt alter StudiVZ ist lang her bei mir. Reini unterstrich Austria Selfie Leck, Szene 1, das damalige Facebook. Ja, genau. Manfred 11782 zählt apropos Szene 1, da habe ich auch 6 Jahre fotografiert. Ich würde gerne mich auf Szene 1 einloggen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich damals geheißen habe. Und die E-Mail habe ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Es war ziemlich lustig, dass ich die Fotos wieder sehen darf, aber ich habe keine Ahnung, die Login-Daten. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wenn man das ist eh nur das Rad runtergegeben habe. Da hat es angefangen, oder? Ja. Da. Weil das ist noch der Weg hin quasi. Da. Das ist auch noch ein Straßenhaus. Da. Das war so geil, der Trail da, der dauert nicht recht lang. Ich glaube 5-6 Kilometer oder was. Ballert man da so auf so einen Single-Trail dahin. Wahrscheinlich im Sommer voll überlaufen. Mir ist kein einziger Mensch begegnet. Da rechts daneben ist zwar gleich die Straßen, aber komplett egal, man kann da richtig ballern. Schaut jetzt viel langsam aus. Oder bin ich sicher, ach, 25 km/h. Damals. Ja, das war ja damals wirklich. Also der Trail ist richtig geil. Schade, dass der nicht länger ist. Also so könnt ihr den ganzen Tag dahin fahren. Du kannst richtig ballern. Kein einziges Schlagloch. Kein einziges Schlagloch. Aufgegangen. Das zieht man natürlich wieder auf die Aufnahme nicht. Da war ein Bankerl, da vorne habe ich ein bisschen geschüttet. Da habe ich übrigens die Instagram-Story gemacht. Ey, so gefühlt, wirklich. Herrlich. Da unten war das Bachau, wunderschön. Wirklich. Wunderschön. Alex Bergsteiger zählt alles legal, ja. Dort am Forstweg. Alles legal. Das ist sogar ein Radweg. Warte, da können wir kurz schauen. Kommod. Ist sogar ein Radweg. Und Knonubi zählt, geht's deinem Knie hier wieder gut? Ja, Knie geht's wieder gut. Ein bisschen. Alex Bergsteiger trocken wird's aber halb so wild. Smiley mit Sonnenbrille. Alles legal dort. Alles legal. Das ist ein kurzes Side-Fact. Natürlich sind dort. Mika, bitte pass auf. Geh auf den Platz. Bei euch darf ja nicht jeder in den Wald. Geh Platz. Dort sind dann natürlich 1000 Forststraßen. Ich bin einmal kurz falsch abgehoben. Und. Aber warum ich falsch abgehoben bin? Ich hab da ein Auto gesehen, der was mit dem Anhänger herumgeschoben hat. Ne? Mitten auf der Forststraße auf einer Steigung. Ich bin hin und er sofort. So, ne? So ein richtiger Förster oder Jäger war das. Gleich so hat er so tät, ich muss da weg. Das. Ich darf da halt nicht hin. Ne? Habe ich gesagt, nein, ich fahre doch nur her, damit ich da helfen kann. Brauchst du Hilfe wegen dem Anhänger? Ach so, nein, danke. Ne? Aber gleich sofort den Zeigefinger, nein, du, ich darf da ja nicht einer. Aber ich bin jetzt eigentlich nur hingefahren, weil ich helfen wollte. Es ist so typisch. Das war so ein alter Mann, 70 Jahre schätze ich, ne? Der hat da einen Anhänger herumgeschoben mit seinem fetten Geländewagen. Habe ich gedacht, ich fahre jetzt hin und frage, ob er Hilfe braucht. Und sofort von der Weide hat er so gemacht. Es ist so, weißt, da fährt man dort hin, weil ich ihn helfen wollte und dann kommt er mal sofort so. Nein,
So, Routenplaner. Schaut's her. Es ist. Da. Alex Bergsteiger sagt, ja, das ist Österreich. Warte mal. Das ist falsch. Da drüben. Ja. Da ist der Almsee. Da bin ich weggefahren von Grünau. Runter. Und dann die, quasi die lilane Linie da. Das ist ein Radweg. Die bin ich gefahren. Bis circa daher. Ja, genau. Die Strecke bin ich gefahren. Ne? Bis daher bin ich gefahren und bin wieder rückwärts. Aber die Strecken da. Ja, wirklich. Wunderschön. Kann ich nur an jeden empfehlen. Und ich kann euch genau sagen, wo das war mit dem Jäger. Da. Genau da war das, ja. Ich bin da so gefahren. Bei der Kreuzung habe ich gesehen, okay, da steht das Auto und der schiebt den Anhänger herum. Was ist denn mit dem? Und bin ich hingefahren, ne? Und dann sofort so tot. Nein. Typisch. Was ist denn? Hast du dich im Hals gegeben, was trinken? Geh wieder her, da. Nicht die Herde. Trinken. So, schauen wir wieder zu den Aufnahmen. Ein paar coole gibt es gar nicht, ne? Das haben wir eh schon gesehen. Rein unterstrich Austria Selten beim Almsee ist einer der schönsten Plätze. Ja, da schaut euch das an. Die ganze Forst hat immer den Bach, oder? Wunderschön, wirklich. Ist doch schön, oder? Ich bin mit kurzen Ärmel. Kurz Ärmel bin ich dort gefahren. Es war so warm heute. Da sieht man sie. Da, 15% Steigung nämlich. Deshalb hätte ich gerne eine andere Untersetzung, ne? Das ist wirklich ein Juwel von Österreich, ne? Kann man sagen. Die Gegend. Da bin ich da rumgeballert, genau. Natürlich mit dem Mountainbike kannst du nur schneller runterfahren. Weiß nicht, was ich drauf gehabt habe. 45 km/h Das Gefälle siehst du halt im Video nicht, ne? Aber jeder weiß, was selber rauffährt. Kann sich das gut vorstellen, glaube ich, ne? Natural Addicted, sehr geil. Und da ist dann die Bäume ein bisschen blühen und so, ne? Ah, oh, das wird eine 10 von 10. Wobei, meine Sorge ist, wenn wir dort dann im Sommer hinfahren mit dem Livestream und über uns zu ist vom Blätter. Ja, genau. Hashtag Werbung. Also das Bike-Mount ist wirklich geil. Also Bike-Mount, ja. Das ist die Handyhalterung, ne? Gonzo-Sponsor fällt im Sommer wahrscheinlich auch. Ja, kann man gut vorstellen, dass dort ein... Wobei, ich glaube, das ist ja so ein bisschen ein Geheimplatz, ne? Keine Ahnung. Wie gesagt, mir ist kein einziges Fahrrad begegnet und kein einziger Wanderer. Oder vorne ist... Da ist er! Da ist der Arsch! Schön, dass ich so frech bin. Da ist er! Da bin ich runtergefahren und da hat er sofort so tot. Und da hat er noch nicht um und um gesagelt. Naja, da ist der Förster oder was mit seinem Anhänger, hat ein bisschen herumgeschoben und ich wollte hinfahren und wollte ihm helfen, ne? Und er sofort so, weil er glaubt hat, ich will wieder runterfahren, ne?
Na, da darfst du nicht fahren, wie ich zugekommen bin. Da darfst du nicht fahren. Heißt, fahr ich zu, wie damit ich ihm helfen will und dann fährt er mich an. Ah. Ja, Österreich. In Österreich darfst du eigentlich gar nichts mehr. Du darfst nur hackeln und Steuern zahlen. Beledigte Zelt oder fahren mit Fahrradständer. Hashtag Wolf. Das ist wieder laut. Also, das ist ja eigentlich der beste Belag für ein Gravelbike, oder? Also, genau für das ist das Gravelbike gemacht. Du kannst richtig dahin ballern. Da habe ich versucht, dass ich die. Das ist so typisch. Das ist, die haben alle ein Ego-Problem, in meinen Augen. Die haben alle ein Ego-Problem. Da habe ich versucht, dass ich die Rennraum vorher hoffe. Hat sogar teilweise gut funktioniert. Aber irgendwann habe ich aufgegeben. Da haben wir mal einen Burschen. Natural Addicted Zelt feinst recht geil, Manuel, dass du dein Leben so auskostest. Tja, was darf man sonst, Max? Natural Addicted Zelt, man merkt einfach, du bist. Da, Schatz, ich hab wirklich das so gemacht. Aber es ist kein Kleber dabei gewesen. Ich hab das alles ordnungsgemäß gemacht. Dann habe ich versucht, das zum Raufpicken da. Warte mal. Natural Addicted Zelt. Doch, Schatz. Hätte ich noch was am Konto, wäre jetzt ein Bedarf. Warte, und jetzt habe ich es mit anderen versucht. Da, Schatz, ich habe wirklich versucht, dass es raufgibt, ne? Aber ich habe keinen Kleber gehabt. Ich bin wirklich so dumm. Max, Sport hat er gehört. Und nicht nur draußen, Sport ist ja gut. Ich mach das, weil es mir Spaß macht. Der Luigi-Fan sagt, Tubeless wärst du heute durchgefahren. Da, schau, voll, Mutter, ich hab mir gedacht, das hält. Aber gut, dass du diesen Pflaster teilnimmst. Wie hält denn das? Wie? Alex Bergsteiger zählt besser auf Luft raus beim Picken. Okay, danke für den Tipp, Alex. Mehr können wir für nächstes Mal. Was sucht man so klar, ich habe sie nicht mehr gefunden dann. Alex Bergsteiger fällt noch immer markieren mit Stift. Okay, also nächstes Mal dann, wieder am Bosch rufe ich dir an. Hey Alex, bitte bring mir bitte ein Schiff vorbei. Aber danke für den Tipp. Ich werde mir einen kleinen Stift dann in meinen Rucksack reingeben. Ne? Das ist ja das Geile. Wenn du. Der Geledigte zählt, aber bei Tubeless hätte er die Luft ja nimmer reinbekommen. Bei Tubeless war gar kein Bosch, komm mal, Max. Alex Bergsteiger zählt Stift immer dabei als Geocacher. Ja, Gonzo hast du recht. Gonzo-Stronzo zählt an wasserfestem Stift Partygesicht. Ja. Dadurch, dass eben, wenn sowas passiert, merkst du das, ja? Und dann machst du eben Upgrades. Ich hab immer Schlauch mit und geb den rein bei Bedarfsfallpunkt und wenn ich picke, dann erst zu Hause.
Cyberbob 78 Sate mit NEM dünne morschen Ast kannst auch markieren. Mit einem dünnen morschen Ast. Ja, aber da machst du ja nur ein Loch, oder nicht? Ich glaube, da bin ich sogar ein bisschen gesprungen. Ja, da bin ich gesprungen. Ich bin voll stolz nämlich. Ich wollte unbedingt springen. Aber so wahrscheinlich nur 5 cm waren. Aber ich bin gesprungen. Soldier 162 zählt eine Stunde lang lauft die Pechbox ohne Probleme. Ja, geil. Super. Jetzt müssen wir nur mal den Access Point hinkriegen, das kriegen wir sich auch hin und dann passt es. Also ich glaube jeder, der was ein Gravelbike hat, wird jetzt denken, Alter, fuck, dort muss ich auch hin. Das ist ja wie gemacht dafür, oder? Ja, das war's. Das war's. Vielleicht habe ich von gestern irgendwas. Alex Bergsteiger zählt ohne Radhandschuhe, ist auch mutig. Für was brauche ich Radhandschuhe? Ich fange ja schwitzen an. Natural Addicted zählt Vollfelge, fehlt halt bei dir noch. Was für eine Vollfelge, was ist denn das schon wieder? Da war ich gestern mit dem Wolf unterwegs. Ja, gut, ja. Alex Bergsteiger zählt gegen den Schotterausschlag beim Sturz. Ach, meine Finger halten schon was aus. Ja, das ist eben genau das, was ich gemeint habe, ne? Die Übersetzung, ne? Ich hätte gerne eine andere Übersetzung. Wenn ich da eine andere Übersetzung noch drauf hätte. Ja. Unschlagbar. Aber es kommt sowieso definitiv irgendwann ein Fully ins Haus. Ne? Ein Fully. Ich war gestern mal im Bikeshop. Bin ich ans Probe gefahren. Alter. Ich hab's euch gestern schon gezeigt, oder? Oder vielleicht war es ja noch da. Aber das schaut so, so geil aus. Einfach. Natural Addicted Zelt. Hashtag kaufen, kaufen, kaufen. Moment. Das schaut aber auch richtig geil aus. Mountainbike. Da. Na komm. Es schaut schon geil aus, oder? Ui. Alex Bergsteiger said Natural Addicted Einschaltungszeichen hast vergessen. Und Knonubi said Radl kaufen macht süchtig. Natural Addicted zählt, wenn Geld mal wieder nichts wert ist. Geld hat ja keinen Wert für mich. Geld ist nur so, dass man was einkaufen kann. Natural Addicted zählt Alex Bergsteiger ASO. Alex, du hast ja recht. Warte. Nein, Max. Horst-Gampi zählt, jetzt schaut er sich schon wieder das feine Bike an. So, der Max ist jetzt gleich mal stumm geschaltet. Fan zählt N plus 1 gilt immer. Was heißt N plus 1? Das hat letztes Mal auch geschrieben. Was heißt das N plus 1? Alex Bergsteiger zählt Permaban. Cyberbob 78 zählt die Formal für die Anzahl der Fahrräder, die man braucht. Ach so, okay. Ja, aber ich denke mal halt im Prinzip, für mich würden glaube ich zwei reichen, denn da habe ich eben das Gravelbike, was halt das Rennrad und leichte Trails. Das Gravelbike deckt halt. Cyberbob 78 zählt Rennrad ist auch geil. Alex Bergsteiger zählt, wie viele Räder hast du? Immer eines zu wenig. Ja, für mich ist das Gravelbike wie ein Rennrad. Ne? Also das deckt halt so ein bisschen beides ein bisschen ab. Leichte Trails, mini leichte Trails, so wie das, was ich heimgefahren bin, und halt Rennrad. Also so in meinem Kopf. Aber das Fully deckt halt dann wieder quasi richtige Trails ab und Backpack. Dann fahr mal ein Rennrad dagegen. Ja, wahrscheinlich, wenn ich mir auf ein Rennrad sitzen würde,
wie die wegschießen mit Raketten. Ja, dann nur vielleicht ein Fatbike. Aber ich glaube, mit einem Gravelbike und mit einem so einem Trailbike bist du eh gut bedient, glaube ich. Und ein E-Bike zum Einkaufen. Ja, genau. Und einen Chimney verkaufen wir dann, ne? Weil den brauchen wir dann eh nicht mehr. Weil da habe ich ja quasi für jede Situation ein Real. Na, Spaß beiseite. Also das ist natürlich schon. Es ist schon geil. Ich bin's Probe gefahren. Cyberbob 78 zählt außer wenn's regnet. Natural Addicted zählt Bobby Car hast nun nicht auf der Liste für die unvergesslichen Momente. Reini unterstrich Austria zählt Leisti im Bike Part 1 aus, hast immer das neueste Bike. Das stimmt schon. Das stimmt, hast recht. Aber wir haben in der Gegend, neben bei uns am Fenningberg, 2-3 Trails. Da fahre ich um mich, bin eine halbe Stunde drüben und kann die Trails alleine fahren. Ne? Da brauche ich nicht zum Bikepark fahren. Ne? Sparst du wieder Geld. Du Mika, was, du kannst du da umgehen? So Leute. Alex Bergsteiger fällt Eskalationsstufen. Jimmy Gravelbike MTB Wanderschuh Kletterschuh Fallschirm. Ja. Sonst da mal das Rad weg, weil sonst muss ich ihn in den Einkaufskorb geben und dann sofort kaufen. Das ist aber jetzt weg. So, dann mal die Kette noch ölen, ne? Die Kette müssen wir noch ölen jetzt. Die Kette müssen wir ölen. Ja. Wo will ich das Kettenöl wieder hingeben? Ich habe mir doch jetzt extra ein neues besorgt. Und jetzt bleibt es bitte ruhig stehen, weil. Zacker, wollen Sie schon wieder hingeben? Der Luigi-Fan zählt schon wieder verlegt. Ja. Alex Bergsteiger zählt Bremse schmieren nicht vergessen. Auf den Schmäh fallen nicht rein. Auf den Schmäh fallen nicht rein. Ja. Übrigens ist euch mein T-Shirt schon aufgefallen. Habt ihr euch das schon mal genau angeschaut heute, was ich anhab? 60 Safe und neue Glühwürmer in die Lampen einsetzen. Gonzo unterstrich Stronzo Safe Bremsscheiben einölen, damit sie nicht quietschen. Alex Bergsteiger sagt ja, die Rindviecher sind halt wir. Ne? Das hat dir? Was bin ich? So, wo ist das Öl? Also, das kostet mir so. Und Knonuri sagt Avisi bald in der Streamer-Karriere zum Follower dissen. Reini unterstrich Austria sagt also, du meinst, wir sind Tiere, danke. Der Luigi Fan zählt und sowas sagt uns der Indo unterstrich Kichel. Cyberbob 78 zählt, ich bin aber ein Esel. Alex Bergsteiger zählt, du hast auch viel Platz für die Präsentation. Ja, nicht schon recht. Aber wer auszählt, muss auch einstecken können. Ne? Ja, hat's mich frech. Hey, oh, das Öl, wo ist das Öl? Das gibt's ja doch nicht. Bin ich wirklich so dumm? Haben wir doch letztes Mal eine Verwendung gehabt. Das gibt's ja nicht. Alter. Das gibt's ja nicht. Alter. Übrigens, das T-Shirt, das habe ich bei einer Verlosung gewonnen. Berg von Bergmenschen oder irgendwie so. Wie heißen die? Bergmensch, ja. In Instagram habe ich das gewonnen. Im Winter habe ich so ein Gewinnspiel mitgemacht und die haben mich vor 2 Wochen angeschaut, dass ich gewonnen habe. Natural Addicted zählt Manuel, der Umwerfer gehört nach links gebogen.
Alter. Ah, ich hab's gefunden. Jetzt kommt es. Alex Bergsteiger set Einschaltungszeichen. Also was brauchen wir bei einem frischen Fetzen? Krieg? Soldier 162 said, hättest auch Vaseline nehmen können. Ja, ja, das Vaseline ist immer ganz gut, ja. Früher schütteln haben sie gesagt, das ist wichtig. Alex Bergsteiger sagt, Unterschied zwischen Glycerin und Vaseline ist euch hoffentlich bekannt. Jetzt kommt der Alex wieder mit seinen Sprüchen. Mika, ah, bitte pass auf! Okay, muss das liegen bleiben. Natural Addicted sagt, man merkt bei Manuel immer diese unterschwellige Werbungen. Mission Erde, Shimano. Alex Bergsteiger sagt lieber nicht. Der Schüttelreim ist TOS. Eis.at. Ja, schön wär's, wenn's Werbung war. Aber ich verdiene keinen einzigen Cent. Leider, Leute. Keinen einzigen Cent kriege ich. Das sind wir uns klar. Kleine Fischlein sind wir. Kleine Fischlein. Aber ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache im Spaß. Zählt falsch verhandelt, lachen das Smiley mit kaltem Schweiß. Hauptsache wir haben Spaß. Wann weiß ich eigentlich, wann ich durch bin? Mit jedem Glied. Ihr habt eine Mütze, habt ihr Mütze? Ich nicht. Natural Addicted zählt jetzt. Nein, ist nur zu bald. Das fühlt sich nicht richtig an. Alex Bergsteiger zählt, wenn das Einschaltungszeichen kommt. Gonzo-Stronzo zählt Stift lachender Smiley mit kaltem Schweiß. Ja, da wäre auch wieder mit dem Stift, ja? Ja? Soldier 162 sagt, ich würde oben in der Gangschaltung was reinmachen und dann ein paar Mal durchdrehen. Na, so machen sie eben die Anfänger. Natural Addicted zählt wie beim Ankerwerfen Manuel, immer mitzählen. So machen sie die Anfänger, Soldier. Du musst jedes einzelne Glied schmieren. So habe ich es in einem YouTube-Video gesehen. Ich glaube, wir brauchen sowieso bald einmal neue Ketten. Natural Addicted zählt Hashtag Profi. Soldier 162 zählt, das verteilt sich doch oder so. Nein, eben nicht. Alex Bergsteiger zählt, dass du auch so viele Glieder haben musst. Es muss ja ins Glied rein und nicht außen hin. Soldier. Natural Addicted zählt, ich schmier zum Beispiel mein Glied und dann wisch ich mit einem Tuch drüber. Dein Glied ist defekt, Max. Soldier 162 zählt, zum Glück fahre ich Auto. Das muss man ja schmieren. Jetzt haben wir aber durch, oder? Wer ist da jetzt gekommen? Ich hab's gerade nicht gehört. Der Peter, ne? Der Peter ist da, ne? Der weiß. So, jetzt haben wir alle. So, dann schalten wir da ein bisschen durch. So,
ich jetzt machen? Achso, falsche Richtung. Alex Bergsteiger fällt für Kettenhut eine Flasche, das ist das Minimum. Rutscht da jetzt wie? Ah, oh, nicht. Gib uns nein, mal. Nächere Levitzig fällt die Glocke, würde ich auch noch schmieren. Ich hab keine Glocken. Nächere Levitzig fällt die W-40. Alex Bergsteiger fällt, schaut auf die 0. Schau, gell? Bonzo unterstrich Bonzo fällt das Öl, das zu viel ist, kriegt dann auf der Tapete. Ja. Stimmt, wir sollten einmal. Einmal jetzt restlicher Öl. Mal weg da. Es ist noch immer schwarz. Es ist ja noch immer schwarz, Leute. Das gibt's ja. Jetzt haben wir es ja so gut gereinigt. Natural Addicted zählt Manuel, wo hast ihn du kurzem gelernt? Der Luigi Fan zählt, hast du euch die Rollen im Umwerfer geputzt? Ja, der habe ich gut. Ja, der habe ich geputzt. Ja. Aber es ist nicht mehr ganz so schwarz wie vorher. Natural Addicted fällt mit dem Sandstrahler kurz mal drüber und schon Puster glänzt da. Ah, es passt schon. Ganz so schwarz ist es nicht mehr. Man, bitte, schaut euch das jetzt einmal an, wie sauber das ist. Das geht nicht so aus wie neu, oder? Alex Bergsteiger zählt unglaublich. Ja, ich hab das geschafft. Ich nämlich. Gell? Das heißt was. Der Luigi Fan zählt nach der nächsten Ausfahrt dir wieder hinfällig. Ja, das stimmt. Nature Addicted zählt wie in einer schlechten Meisterproportionalwerbung. Was schlechter proportional wird? Natural Addicted zählt, schaut mal, wie sauber das jetzt ist. Hm. Alex Bergsteiger zählt Meister proper meinst wahrscheinlich. Natural Addicted zählt proper. Der Luigi Fan zählt, ist das neu? Nein, mit Feberwolle gewaschen. Hat ja schon wieder in der Witzkiste geschlafen, heißt. Ja, muss man's gut sein, ne? Also das passt so jetzt. Bin wieder zufrieden. Das, ich wollte, dass das ausschaut wie neu. Das tut's. Auch muss man nächstes Mal wieder so ausschaut, aber fürs Gewissen halt, ne? Das Gewissen passt, würde ich sagen. Jetzt schauen wir mal zur Pickelbox. Was macht die Pickelbox? Alex Bergsteiger zählt, aber wenn du das so gerne und genau machst, bringe ich meine Rede auch vorbei. Ja, kein Problem. Jetzt kommen wir schon. 60 zählt, wollen wir im Livestream den Rest machen mit der Box. Na, das geht nicht, da haben wir keine Oberlicht. Außerdem. Wir können dann keine Bildschirmübertragung machen. Die Pickelbox, die nehmen wir nur Auto. Die benutzen wir nur Auto. Never change a running system.
TP Kelly, danke für den Follow. Was hat dich dazu bewegt, dass du mir jetzt folgst? Das würde mich interessieren. Fürs Protokoll. So. Was können wir denn jetzt noch machen? Eigentlich gar nichts mehr. Ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen wollte. Ich habe mir Backbus. Jetzt muss ich mal fragen, was macht diese Box genau? Alex Bergsteiger zählt beziehungsweise Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich sage das kurz. Ja. Also die Box, ihr gleicht das jetzt, der was keine Ahnung davon hat. Ich habe eigentlich auch keine Ahnung. Schau ja. Her, also das ist die Pickelbox. Ja. Schaut aus wie eine Bombe. Ne? Der Luigi-Fan zählt gemütliche Alpe. Das, nein, wir fahren heute keinen Zug mehr. Da sind zwei UMTS-Sticks drinnen. Quasi einmal A1 und einmal Magenta, ja, in Österreich. Und die bündeln quasi das Signal zusammen, wenn ich Outdoor-Streams mache, dass ihr da draußen immer einen guten Stream habt. Dass nichts laggt. Natürlich immer geht es nicht, weil es gibt auch Funklöcher in Österreich. Aber das schaltet halt quasi das Internet hin und her. Wofür ein Stick gerade besseres Internet hat, macht das der Computer da drinnen und sendet das quasi zu mir nach Hause. Das Signal. Also zuerst auf den Cloud-Server und dann sendet er das auf diesen PC da. Das ist mein Streaming-PC. Ja? Und von da, die sendet er ins Internet zu OBS. Also daher. Ja? Damit ihr da draußen im Stream verfolgen könnt. Ohne Unterbrechungen. Das ist die Bildbox. Oder auch Bilderbox. Genau. Also die Box habe ich eigentlich. Besorgt, damit ihr draußen die Streamer holen könnt. Ja. Das Ganze hat natürlich auch ein Gewicht. Also ich schätze jetzt einmal. Ja. Ja, das hat schon 2 Kilo. 2,5 Kilo hat das schon. Ne? Das sind 2 Powerbanks drinnen. Und das ist ziemlich massiv da, der Koffer. Weil man ja im Outdoor brauchen. Ne? Den habe ich dann in meinem Rucksack immer mit. Alex Bergsteiger zählt mit einem Wort, du tust alles für uns Rindviecher, Schafe ja. Und Esel. Ja, Alex, genau. Ja, was ich nicht alles tue für die Viecher. Außerdem, wer es noch nicht weiß, wir sind Viecher lieber wie Menschen teilweise. Soldier also, 162 ja. Zählt und dazu mit Access Point, dass du auch auf dem Mount Everest WLAN hast. Ja, genau. Also eins kommt noch, warte, das hole ich kurz. Dieses Teil kommt noch rein. Ja, das ist quasi die WLAN-Verbindung dann, damit ich die GoPro bzw. in Zukunft dann die DJI Action 4 ja, wireless mit dem Computer da verbinden kann. Ne? Ja, das kleine Ding kommt auch noch rein. Da. Aber das hat nur 40 Gramm. Alex ja. Bergsteiger, Sales Starlink, Schüssel am Helm kommt sicher auch noch. Ich glaube, das Problem wäre dann das Akku-Problem. Ne? Starlink selber ist glaube ich nicht so arg schwer, aber du hast dann ein Batterieproblem, was ich so mitgekriegt habe. So, jetzt tun wir sie mal zusammen. Soldier 162 Zelt, habt ihr schon 60 Tabletten Ibuprofen 800 bestellt? Was, weil ich so viel Gewicht tragen muss, oder was? Jo Leute, von meiner Seite aus war es das für heute. Habt ihr noch Anliegen? Wahrscheinlich nicht. Wer ist denn jetzt noch online? So, wen können wir noch mehr reden? Soldier 162 zählt mir wegen die Kopfschmerzen die letzten Tage wegen den Kacken. Ah ja, es, genau, vielleicht kann ich nur da ein bisschen was verzögern. Also die Bichelbox habe ich seit ca. 1 Wochen. Und der Soldier im Chat, also mein Moderator und der Patte, der ist jetzt wahrscheinlich gerade nicht da, haben das irgendwie nonstop versucht, das am Laufen zu kriegen. Wir haben nämlich vorher andere Sticks gehabt. Moment mal, ich hol's kurz. Das sieht euch wahrscheinlich nicht, aber. Genau, so. Vorher haben wir andere UMTS-Sticks gehabt. 162 zählt diese Hurensohn-Sticks. Ja, und das sind wirklich Hurensohn-Sticks, tut mir leid, dass man das so sagt. Also, vielleicht darf man das Wort dann nicht sagen, tut mir leid, das zentiere ich jetzt davon. Aber diese Sticks sind richtige Arschloch-Dinger.
Nur an diesen Dingen ist es gelegen, dass die Box nicht funktioniert hat. Ja? Und die haben nonstop die versucht, das irgendwie zu hinkriegen. Umprogrammieren. Keine Ahnung, ich gehe mir da nicht aus. Ja? Also Soldier, tausend Dank, dass das jetzt läuft. Du musst doch nur mal den WLAN-Dingsbums hinkriegen, aber das schaffen wir sicher. Und dann funktioniert endlich die Bücherbox. Wir haben teilweise 8 Stunden lang mit bis 2-3 in der Früh zusammengesessen im Discord und haben versucht, das Ding am Laufen zu kriegen. Jetzt funktioniert es endlich. Soldier 162 said, ich habe gefühlt 100.000 Zeilen neuen Code geschrieben. Ja. Der ist da davor gesessen, die haben zugeschaut. Alter, wie der Chris ist für mich so ein kleiner Edward Snowden. Der war so ein richtiger, keine Ahnung, für mich sind das nur Zahlen und Buchstaben, das hat alles keine Form gehabt. Ja. Keine Ahnung. Da bin ich komplett raus, programmieren und so. Ja. Alex Bergsteiger sagt danke, Soldier 162 Master of Pichel. Ja, aber wirklich. Ohne Soldier würde es das gar nicht geben, ne? Man von daheim aus streamen, das kriege ich alles schon selber hin. Aber Outdoor ohne Pickelbox, vergesst das Leute, das funktioniert nicht. Gut, wer ist denn jetzt noch online? Der Pate ist noch online. Wir haben uns zum Pate, ich schicke euch zum Pate. Mein anderer Moderator, was ohne dem Projekt Pickel gar nicht geben würde. Ja. Der macht die ganzen Overlays und Grafikdesigns und so. Da haue ich jetzt noch rüber und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich Montag oder Dienstag in einem Outdoor-Stream, wenn die Pichelbox funktioniert. Alles klar. Ansonsten sehen wir uns beim Zwiften wieder. Leute, ich wünsche euch was. Also, wir reden zum Party, gell? Warte mal. Schrägstrich, Raid, Zockies. Funktioniert das jetzt? Ja, funktioniert. Alle beitreten, kriegt ihr gratis Kanalpunkte. Und Monobi sagt dann bis nächste Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, gell? Ihr habt es wahrscheinlich alle frei. Steiger sagt Servus alle. Pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Let's go.